Hallo, ich bin Firat Keskin, Physiotherapeut und ich habe mich auf die Therapie von Schwindel spezialisiert. In diesem Video erkläre ich euch die Pathologie vom Lagerungsschwindel und ich erkläre euch nochmal, warum das Manöver für die falsche Seite nichts bringt anhand eines Modells. Ich fange an mit der Pathologie zuerst. Ihr seht hier das Innenohr. Im Innenohr ist einmal die Hörschnecke. Wie es der Name sagt, die Hauptaufgabe der Hörschnecke ist das Hören. Hier habt ihr das Gleichgewichtsorgan. Das Gleichgewichtsorgan besteht aus 5 Teilen. Wir haben die 3 Bogengänge, wie ihr sehen könnt. Wir haben den vorderen, den hinteren und den seitlichen Bogengang. Und dann haben wir 2 Vorhofsäckchen. Hier ist ein Vorhofsäckchen und hier ist ein Vorhofsäckchen. Das ist der Utriculus und das ist der Sacculus. Hier habt ihr eine Vergrößerung vom Utriculus. Ihr seht, auf dem Utriculus liegen Steinchen. Diese Steinchen werden Otolithen genannt. Otto, Ohr, Lüten, Steine. Das sind Ohrsteine. Diese Otolithen kleben auf der Membran und sollten auch auf der Membran weiterhin kleben und sich nicht bewegen. Allerdings kommt es mal vor, dass sie sich lösen. Die 2 Gruppen, wo es häufiger passiert, sind Menschen im hohen Alter. Im hohen Alter lösen sich diese Steine häufiger und schneller. Wobei ist es auch sehr wichtig, dass man weiß, selbst mit 30 und 40 kann man Lagerungsschwindel kriegen. Daneben die 2. Gruppe, wo sich diese Steine lösen, sind Patienten mit einer Kopfverletzung. Gerade wenn der Kopf heftig erschüttert wird, können sich ebenfalls diese Steine lösen. Diese heftige Erschütterung kann vorkommen bei Gehirnerschütterung, bei einem Schleudertrauma und wie gesagt, auch dann können sich diese Steine lösen. Wenn sich diese Steine lösen, dann schwimmen sie hier im Vorhof. Und dann ist wichtig, dass diese Steine schnell vom Körper abgebaut und an unser Körperkreislauf abgegeben werden. Es kann natürlich sein, dass wenn diese Steinchen hier schwimmen, sie zum Beispiel bei einer Bewegung, häufig dem Hinlegen, in einen dieser Bogengänge fallen. Ich zeige das einmal an meinem Anatomiemodell. Jetzt stellt euch vor, ihr habt hier im Vorhof die Steinchen, hier im Vorhof. Und jetzt wollt ihr euch nachts zum Schlafen ins Bett legen. Das heißt, ihr legt euch hin und ihr seht, die Schwerkraft zieht die Steine runter und dann können die Steine hier in einen Bogengang sich verirren. Und jetzt ist es pathologisch. Jetzt sprechen wir von einem Lagerungsschwindel. Jetzt natürlich die Frage, wie behandeln wir den Lagerungsschwindel? Die Steine haben sich verirrt, die sind in diesem Bogengang. Dort werden sie tatsächlich nicht abgebaut. Das heißt, wir müssen die Steinchen wieder zurück in den Vorhof spülen. Und das machen wir mit dem richtigen Manöver. Ich betone richtiges Manöver, denn wenn man das falsche Manöver macht, werden sich diese Steine nicht zurück zum Vorhof bewegen. Erstens und zweitens, alle Manöver sind so konzipiert, dass sie von der Cupula sich wegbewegen. Das ist die Vergrößerung der Cupula. Hier seht ihr die Cupula einmal in klein und ihr seht, wir haben 3-mal die Cupula, 1, 2, 3. Und der Grund, warum wir die Manöver oder bei den Manövern die Steine von der Cupula wegbewegen, sind zum einen, die Cupula blockiert den Weg, die Steine kommen hier gar nicht vorbei, hier ist es zu. Und zweitens, die Cupula ist eine klebrige Glykoproteinmasse, das heißt, die Steine können tatsächlich an der Cupula haften oder festkleben. Und das macht den Lagerungsschwindel dann hartnäckig und sehr resistent gegenüber den Manövern. Also müssen wir unbedingt die Steine von der Cupula wegspülen. Und ich zeige euch einmal anhand des Modells, wie wir die Steine mit dem richtigen Manöver wegspülen und was mit den Steinen passiert, wenn wir das falsche Manöver machen. Also ich zeige es einmal mit dem richtigen Manöver. Der hintere Bogengang ist betroffen. So, die Steine sind in dem Bereich. Der hintere Bogengang ist betroffen. Hier oben ist die Cupula. Wir wollen die Steine von der Cupula weg und zum Y bringen. Und jetzt dreht sich der Patient. Wir drehen den Kopf um 45 Grad und legen den Patienten hin. Ihr seht, die Steine bewegen sich nach unten, sammeln sich unten. Dann drehen wir den Kopf des Patienten nach links. Ihr seht, die Steine sind noch da, wo sie sein sollten. Und dann dreht der Patient sich nochmal weiter, sodass die Nase zum Boden zeigt. Und jetzt seht ihr, wie die Steine alle los runterfallen. Einer hat sich da noch verhakt. Deswegen sagen wir mal Kinn zur Schulter, Nase zum Boden. Wir brauchen eine leichte Beugung.
jetzt ist auch der letzte Stein unten und jetzt sind wir am Y angelangt und die Steine sind wieder im Vorhof, wo sie abgebaut werden. Das war eine erfolgreiche Therapie und ihr seht, wenn ich das richtige Manöver mache, brauche ich auch 1, maximal 2 Manöver und die Steine sind da, wo sie sein sollten. Und dann ist der Schwindel auch weg. Mache ich aber das falsche Manöver, das zeige ich euch nochmal. Ich bringe einmal die Steine zurück. Komm schon. So, die Steine sind jetzt da, wo sie gewöhnlich sind. Die Schwerkraft zieht die nach unten. Ich will die Steine von der Cupola wegkriegen und jetzt mache ich das Manöver für die linke Seite, obwohl rechts betroffen ist. Das heißt, ich drehe nicht den Kopf nach rechts, sondern nach links. So, ich drehe den Kopf nach links, die Steine sind da und dann legt sich der Patient auf den Rücken. Und ihr seht, die Steine bewegen sich kein bisschen. Dann drehe ich den Kopf nach rechts. Jetzt bewegen die sich tatsächlich zum richtigen Ausgang. Und jetzt, wo die Steine unten sind, müsste ich nach links. Aber wenn man das Manöver für die linke Seite macht, dann geht es bei dem dritten Schritt Nase nach unten. Und ihr seht, die Steine sind da geblieben, wo sie waren. Und so setzt sich der Patient wieder hin und beim Aufsetzen fallen die Steine wieder dahin, wo sie herkommen. Und wenn ihr das falsche Manöver macht, gehen die Steine nicht weg und es hat letztendlich keinen Sinn. Wir haben das Epley und Samon Manöver für euch aufgenommen und bei YouTube reingestellt. Schaut unbedingt auf unserem YouTube-Channel. Und in diesem Video betonen wir immer wieder, wie wichtig es ist, einen Therapeuten zu haben, der sich damit auskennt. Denn der Therapeut muss die richtige Seite und den richtigen Bogengang feststellen. Und dafür braucht er eine Weiterbildung. Und hier nochmal die Empfehlung, wenn Sie Lagerungsschwindel haben, gehen Sie auf unsere Internetseite www.ivrt.de, dort auf die Therapeutensuche, auf der gleichen Seite steht, was der Arzt verordnen muss und lassen Sie sich von einem Profi behandeln und behandeln Sie sich bitte nicht selber.